In dem heutigen Video erzähle ich dir ein bisschen was über Eiswürfel in einer puren Spirituose, also wie Rum oder Whisky. Und oder ob du auch als Alternative eben diese, ich sag mal, Steine, die Kühlsteine eben benutzen kannst. Ob das alles sinnvoll ist oder ob du das Ganze einfach verlassen kannst oder vergessen kannst, ja. Und zwar hat mir der liebe Christian eine Mail geschickt mit einer Anfrage. Hallo Nikolas, was hältst du von Eiswürfeln aus Edelstahl zur Kühlung von Rum? Vielleicht könntest du ein Video zu diesem Thema machen. Also warum kühlt man Rum nicht vorher schon auf 12 Grad runter? Hab schon viel gelernt von deinen Videos. Danke und grüße Christian. Danke Christian schon mal für deine Frage und freut mich natürlich auch, dass du viel von den Videos gelernt hast. Auch für dich kleiner Hinweis, wenn dich da irgendein Thema interessiert, wenn du irgendwas möchtest, worüber ich doch ein Video machen soll, schick mir eine Mail, schreib mir über Instagram oder schreib es in die Kommentare. Gerne gehe ich drauf ein und mache dann eben auch ein Video, wie ich jetzt hier auch Christians Frage eben direkt beantworte. Christian, du hast geschrieben, warum kühlt man den Rum nicht vorher schon auf 12 Grad runter? Gegenfrage von mir an dieser Stelle, wie kommst du auf die 12 Grad? Also ein Rum auf 12 Grad runterzukühlen ist generell nicht zu empfehlen, da die Temperatur viel zu kalt ist. Die ideale Trinktemperatur für einen Rum, um die Qualität eben optimal für sich sprechen zu lassen, so wie sie ist, sind so zwischen 16 und 18 Grad. Allerdings sei dabei auch ganz wichtig eben, oder ist dabei ganz wichtig zu betonen, dass wenn du die Temperatur veränderst, veränderst du automatisch eben die Spirituose. Das gleiche gilt für Wein und Bier eben auch. Pauschal gesprochen ist es nämlich so, dass umso wärmer etwas wird, umso süßer schmeckt es und umso mehr kommt die Säure eben zum Vorschein. Während umso kälter etwas ist, umso trockener, also weniger süß schmeckt es und die Tannine, also die Bitterstoffe, kommen dann eben mehr zum Vorschein. Und das ist auch der Grund, warum wir eben pauschal gesprochen Rotwein wärmer trinken als Weißwein. Denn wenn wir den Rotwein jetzt kühlen würden, dann würden die Tannine, also die Bitterstoffe, würden überhand nehmen und die Balance würde verloren gehen. Das gleiche gilt für Weißwein eben auch. Wenn wir den Weißwein zu warm trinken würden, das hast du wahrscheinlich schon mal eben erlebt, dann würde die Säure eben zu stark betont werden und auch hier würde die Balance eben wieder verloren gehen. Und so. Bei einer Spirituose, was ich gerade gesagt habe, mit den 16 bis 18 Grad, dann spricht die Spirituose wirklich genau die geschmackliche Sprache, so wie sie ist. Wenn du aber selber es eben gerne etwas weicher und ein bisschen süßer und, ich sag mal, runder und harmonischer haben willst, dann empfiehlt es sie durchaus ein bisschen wärmer zu trinken bei der sogenannten Zimmertemperatur, ja, die ja auch ganz schnell dann so 20, 22 Grad ist, beziehungsweise im Sommer natürlich noch deutlich wärmer. Im Sommer haben wir jetzt wirklich ein bisschen die Herausforderung, jetzt gerade ist nicht Sommer, aber wenn draußen 35 Grad sein sollte, dann ist diese Temperatur viel zu hoch eben für eine pure Spirituose und da empfiehlt sich dann auch wirklich die Spirituose oder auch den Rotwein sogar kurz in den Kühlschrank zu stellen, damit sich das Ganze ein bisschen beruhigen kann, ein bisschen die Temperatur gesunken wird und dann auch vernünftig schmeckt das Ganze, wenn du dann ein Glas eben dann genießt. So, nun aber zur ursprünglichen Frage. Was hat das Ganze denn eben mit Eiswürfeln aus Edelstahl zu sich? Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich erstmal auf die Eiswürfel an sich eben eingehen. Also Eis bringt gewisse Nachteile eben mit. Das heißt, auf der einen Seite fügen wir der Spirituose extreme Kälte zu durch das Eis. Also wir versetzen die Spirituose auch regelrecht in so eine Art Schockstarre, wodurch ganz viele einfach so Geschmäcker ja, sich zusammenziehen. Das kannst du dir eh nicht vorstellen. Wenn du von der Sauna eben ins Eisbecken springst oder ins kalte Wasser springst, dann zieht sich dein Körper ja auch eben so zusammen. Ja. Das passiert da auch und du verlierst wahnsinnig viel Aroma. Das Aroma kann sich auch gar nicht erst vernünftig entfalten und diese Kälte bindet auch ganz viele Geschmacksstoffe. Außerdem betäubt das Ganze eben unseren Geschmackssinn, wodurch du in der Lage bist, viel weniger zu schmecken, weil es einfach verschlossen wird, die ganzen Geschmacksstoffe. Das heißt, rein sensorisch ist es regelrecht schon fast eine Katastrophe, Eiswürfel hinzuzufügen und ist daher pauschal gesprochen überhaupt nicht zu empfehlen. Den einzigen Sinn, den Eis wirklich hat, ist, weil es einfach dann, wenn du diese Kraft von der Spirituose nicht so gern magst, wenn dich das auch eventuell ein bisschen überfordert, packst du ein bisschen Eis rein, auch das Schmelzwasser, also das Eis, was dann eben schmilzt, das verwässert wahrhaftig die Spirituose, wodurch dann auch gerade eben Anfänger deutlich besser damit umgehen können, mit dieser alkoholischen Kraft. Ja? Aber rein aus einer puristischen Perspektive ist Eis keineswegs zu empfehlen und ergibt rein sensorisch überhaupt keinen Sinn. Und
Es ist aber schon, ich verstehe das schon, also so ein cooler Tumbler mit so Eiswürfeln, so Ding, und dann trinkst du da wie die Peaky Blinders, ja, dein Gläschen. Ich verstehe natürlich den Aspekt und warum das Ganze auch ziemlich cool ist. Und daher hat dann gerade so in der Whisky-Branche sich das ein bisschen, ich sag mal, versucht zu etablieren, dass sie wirklich so Steine nehmen, diese Steine irgendwie in Froster packen und dann eben in das Glas packen. Und somit haben sie so diesen kühlenden Effekt, aber eben nicht den verwässernden Aspekt. Und ja, das ist jetzt auch die Antwort zu deiner Frage, lieber Christian. Nein. Also ich halte davon nicht viel. Es ist so eine Spielerei, Wichtigtuerei, weiß ich nicht. Es ergibt nicht wirklich einen Sinn, es sei denn, deine Spirituose ist gerade wirklich auf 35 Grad erhitzt, aber dann haben wir sowieso nochmal ein ganz anderes Problem. Und von daher kann ich diese Spielereien mit Stein und Edelstahl, Eiswürfeln, was auch immer, kann ich an dieser Stelle eben nicht empfehlen, weil es rein sensorisch, naja, so gesehen ergibt es ja rein sensorisch sogar einen Sinn, wenn die Spirituose jetzt wirklich zu warm sein sollte, dass du sie auf diese 16 bis 18 Grad runterkühlst, aber ja, wenn du das damit ein bisschen regulieren willst, aber wenn wir darüber dann schon reden, wenn es dann wirklich um diese feine Sensore geht, dann solltest du eh aus einem Nosing-Glas, also wie dieser kleinen Weißweinglas eben trinken, und dann kannst du ja nicht da irgendwelche Steinchen reinpacken. Also das ergibt dann auch wieder keinen Sinn. Das heißt, wenn wir wirklich um den sensorischen Aspekt reden, dann ergibt die Glasform, aus der man eben trinkt, wenn man Eiswürfel benutzt oder Eis-Edelstahl-Dinger, sowieso keinen Sinn. Ja, somit, nein, es ergibt keinen Sinn, diese Dinge, diese Steine und sonstiges, es ist eine kleine Spielerei. Wenn du das magst, herzlichen Glückwunsch, ist natürlich überhaupt kein Problem, kannst du gerne machen, aber rein sensorisch ergibt das Gesamtkonzept keinen Sinn. Ja. An dieser Stelle, wenn dich solche Themen interessieren, ich haue jede Woche immer auch ein Video bei uns in der Facebook-Gruppe, in der Wagemut Taste Academy raus. Da sind wir ein Haufen gleichgesinnter, verrückten Spirituosen-Liebhaber und Leute, die einfach nur gerne ein Gläschen genießen. Gesell dich also unbedingt bei uns damit in die Gruppe dazu, weil, wie gesagt, so gerade auch solches Wissen, was dich da interessiert, jede Woche gibt es da ein Live-Video von mir, wo du dann auch interaktiv Fragen stellen kannst. Macht jede Menge Spaß, und an dieser Stelle wünsche ich dir auch einen schönen Tag und immer dran denken, besser genießen. Ich wünsche dir was. Danke.